Was hast du dir nur dabei gedacht? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der einen Auftrag so gründlich vermasselt hat. Hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dying Light 2. Ich hätte die Bastarde auf der Stelle umge... Was? Oh. Ja, ich wollte sagen, was ist los? Kaputt. Was haben wir denn zu tun? Die Gerüchte sind also doch wahr. Es gibt eine neue Art Unhold, die die Straßen unsicher macht. Gibt es noch weitere dieser neuartigen Mutationen? Finde es schnell heraus, bevor noch jemand verletzt wird. Während ich nach Arbeit suchte, traf ich auf Dodge, der darauf wartete, von einem seiner Lieferanten Hubert zu hören. Dodger bat mich, Hubi, den Halbaffen, zu finden und die Waren, die er liefern sollte, einzusammeln. Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dying Light 2. Ich bin gerade im Menü drin. Es ist nämlich so, ein dickes Ding. Das ist eine Nebenquest. Es gibt neue Unholde. Durch ein Update wurden die damit eingefügt irgendwie. Ja, ist aber 464 Meter weit weg. Und dein Zug, die Nebenquest, ist näher. Ich würde sagen, wir machen erstmal dein Zug und dann ein dickes Ding. Ich bin hier und wo ist das dicke Ding? Das ist da. Hund fickt. Hier haben wir auch noch etwas, was wir nicht kennen. Okay, die Wall muss ich noch freischalten, alles. Das ist hier dein Zug. Okay, ich würde sagen, wir gehen, machen dein Zug. Und dann. Muss ich in dieses Ruckelgebäude noch mal rein. Deswegen stehe ich ja draußen, weil drinnen ist katastrophal. Irgendwie mit meinem PC mag dieses Faulnicht. Okay, ich verkaufe das Teil. Das tut mir leid. Du kannst das kaputte Teil haben. Hey, was hast du sonst so? Natürlich ist das ein Hammerding. Enzo-Kantana. Nee, warte. Ich bräuchte noch Molotov-Cocktails, Gesundheitsspray. Und das war's dann. Ja. Gut. Wir überlegen wegzuziehen. Ist das nicht Omas Haus? Der Strom streikt immer öfter. Das zeigt nur einmal mehr. Niemand ist sicher. Okay. Ja, dann mal los. Ein bisschen. Das Schlimmste ist, dass die Ausrüstung weg ist. Ist die neu? Hörst du dir eigentlich mal selbst? Du hast gut reden. Du warst nicht dabei. Bei dir auch. Sorry, ich hätte es nicht drauf geachtet.
irgendwie ruckelig heute. Das Spiel ist noch nicht so rund, wie es sein sollte. Oh, was ist denn mit der Textur los? Da ist ein Eindring! Das ist ein Albtraum! Wow. Ganz kleiner Rast. Nein, bleib ruhig. Okay. Für Sophie arbeiten interessante Personen. Ein Pilger zum Beispiel. Aha. Na, lass doch den Arm bauen. Melde ich mich freiwillig zum Putzen. Und sie kann die Axt schwingen. Ah, so eine Prinzessin. Weiß ich mal, wie kann man denn bei ihm rein? Da gab es doch irgendwie Geheimgang. Hier? Hubert, bist du da? Dodger schickt mich. Hier suchen sie nach einem Weg. Türen gehen nicht. Von oben geht auch nicht. Na toll. Muss ich runter? Der ist hier drin, oder? Vertue ich mich jetzt dann? Da war einer mit spezieller Zweischutz.
man denn jetzt hier? Kommen wir hier weiter. Hallo? Du bist ins falsche Haus eingebrochen. Hey. Wie hast du meine Geheimtür gefunden? Das nennst du eine Geheimtür? Sollte es sein, ja. Du hast Pech, Kumpel. Ich weiß immer noch gar nichts über irgendwas. Dodger schickt mich. Dodger? Was? Ach, ich soll Sayonara sagen. Hilft das? Na gut. Scheiße. Warum ich gleich so? Dodger will wissen, wo seine Bestellung bleibt. Denke ich mir. Siehst du? Kaputtes Bein. Deshalb habe ich Dodgers Bestellung nicht. Brauchst du Hilfe? Nee. Warte. Geh nicht zu ihm zurück. Wenn er erfährt, dass ich das vermasselt habe, bin ich hier geliefert, Mann. Was soll ich ihm also sagen? Weiß nicht. Ihm ist das scheißegal. Er denkt, ich verarsche ihn. Hey, kannst du für mich gehen? Schau dir einfach das Lager an. In der Tiefgarage in der St. Joseph Straße. Steig über den Zaun vor dem Massagesalon, geh ins Gebäude und kletter dann den Aufzugsschacht runter. Langsam, langsam. Wenn ich dir helfe, wonach suche ich überhaupt? GRE-Container, jedenfalls laut der Gerüchte, die Dodger aufgeschnappt hat. Dort gab's mal ein Militärlager, wurde in den letzten Tagen des Ausbruchs errichtet. Und wo Militär ist, da ist meistens auch irgendwo ein vollgestopftes Lager mit Vorräten. Was für Vorräte? Bin nicht sicher, aber normalerweise gute Sachen von vor dem Ausbruch. Fürs Militär gab's immer nur vom Feinsten. Medizin, Alkohol, all sowas. Kein Wunder, dass Dodger die Lieferung unbedingt haben will. Ja, hier. Nimm die Knaller hier und probier's, okay? Wäre für uns alle ein großer Fang. Aber ich bin raus aus dem Rennen. Buchstäblich. Also, ist das hier eine Militärbasis? Ja, sind überall aus dem Boden geschossen, als der Ausbruch begann. Die Basis hat einen militärischen und einen zivilen Teil. Die guten Sachen sind im militärischen. Im zivilen gibt's wahrscheinlich mehr Infizierte als Beute. Such nach dem militärischen Eingang, da machst du nichts falsch. Wenn du drin bist, sei vorsichtig. Es wird nicht einfach, in den Lagerraum zu kommen. Meistens gibt's da auch Generatoren. Die musst du finden, um die UV-Lampen anzuschmeißen. Hilf gegen die Beißer, die dort ziemlich sicher rumstreuen. Was ist mit deinem Bein passiert? Wurde von Banditen überfallen, als ich mich dem Ort näherte. Bin gerade noch mal so davongekommen. Wenn du das nicht machst, bringt Dodger mich um. Warum arbeitest du für Dodger? Ernsthaft jetzt? Aus demselben Grund wie du. Wenn man überleben will, muss man tun, was zu tun ist. Dodger verrät mir, wo ich was Wertvolles finden könnte, und dann gehe ich dahin. Wenn ich was Wertvolles finde, kriege ich einen Anteil. Ein ganz klein, ein Quäntchen. Du weißt ja, was für Arschgeier Typen wie Dodger sind. Kaum genug zum Leben, aber besser als nichts, schätze ich. Das Schlimmste ist, wenn Dodger mir einen falschen Tipp gibt. Dann kriege ich einen Scheißdreck. Das kam schon mehr als einmal vor. Dodger ist das natürlich scheißegal. Er hat eine Menge Leute wie ich, die für ihn arbeiten. Gut, ich bin bald zurück. Danke, damit rettest du mir den Arsch, Kumpel. Aber ich würde auf die Nacht warten, wenn du dahin gehst. Jetzt sind beide Zonen wahrscheinlich randvoll mit Infizierten. Danke für den Tipp. Ja, Ich lasse dich hier in der Scheiße stecke, aber kannst du dich bitte beeilen? Ja, ich beeile mich. Taschen am Pannen, so. Okay. Wir müssen in die Richtung gehen. Yeah.
versuch das mal. Ich hab was für dich, Arsch. Na? Ich hab was für dich. Du lebst noch? Jetzt nicht mehr. Zeigt es mir nach unten. Ist das ein Biomarker von St. Joseph? Von dir? Ich habe ihn aus dem St. Joseph. Warum? Mein Entwurf. Meine Idee. Obwohl, nee, deiner ist ein bisschen anders als der, den ich im Sommer 2024 gebaut habe. Ja, der Original-Biomarker war viel nützlicher. Was? Du hast Biomarker erfunden? Was machst du denn dann hier in diesem Handelsposten? Handeln auf wissenschaftlicher Basis. Was hast du gedacht? Das nennt sich Kapitalismus. Klar. Und schau, wo es uns hingeführt hat. Tja. Hast du Interesse an dem Original-Biomarker? Wie ich schon sagte, sehr viel nützlicher als das, was wir heute tragen. Na, ich bin interessiert. Rede weiter. Was? Wo soll ich anfangen? Also, neben der Überwachung der Konzentration von THV-Infektionsvektoren in deinem Blut, haben die ersten Biomarker die Phosphokreatinsynthese organisch verbessert und den ADP-Molekülen Phosphate geliefert, sowie eine Stimulation des... Wow, auf Deutsch bitte. Ja, ja. Er hat Leute stärker und schneller gemacht. Okay, jetzt wird's spannend. Warum verwenden die Leute das Modell dann nicht? Sagen wir, es gab geringe Nebenwirkungen. Und die wären... Egal. Was wichtig ist, ist, dass meine lästige Rivalin, Dr. Katsumi Kobayashi, damals Leiterin des GRE, sie für zu gefährlich hielt. Sie hat sie in einem Tresor irgendwo in dem Gebäude da drüben eingeschlossen. Im St. Joseph Krankenhaus? Genau. Du bist wohl nicht ganz neu in der Stadt. Willst du wissen, wie man den Tresor öffnet und an meinen Original-Biomarker gelangt? Klar. Ich habe eine Notiz auf Katsumis Schreibtisch gefunden. Sie hat den Code vom Tresor wohl verschlüsselt. Mit einer Art Rätsel. Wie lautet das Rätsel? Was wird kleiner, wenn man es umdreht? Das ist die erste Ziffer für den Tresorcode? Ja, das zweite. Was macht man, wenn man am Strand einen Ring verliert? Und das dritte. Ein kleines Mädchen geht in den Laden und kauft ein Dutzend Eier. Auf ihrem Heimweg zerbrechen alle Eier bis auf drei. Wie viele Eier sind noch heil? Also, finde den Tresor in Katsumis Büro im St. Joseph's Krankenhaus und öffne ihn mit diesen drei Zahlen. Da drin solltest du meinen Biomarker finden. Hier ist die Notiz mit dem Rätsel, falls du mehr Zeit brauchst. Okay. Die Gerüchte besagen, dass die Wasservorräte aufgebraucht sind. Also, das erste wäre, wenn man die 9 umdreht, wird es eine 6. Das zweite, von wegen, wenn man etwas verliert, 7, also den Sand durch 7. Oder 8 achten, also etwas findet und das andere, ja 3, oder? Oh Mann. Ey, was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Schnabulieren oder was?
Ja. Eine Sekunde. Geronimo! Könnt doch schon nicht. Noch nicht, warte. Streitet sich denn? Wo muss ich denn hin? Treibstoffbehälter erkannt. Was ist denn da? Seit wann wird mir der Bauch angezeigt? Hä? Das war neu. Ist das wichtig? Eine Sekunde. Was war hier los? Also ich will da durch. Nein, ich will nicht da durch. Jetzt nicht mehr. Ich hab keine Ahnung. Meter.
weiß ich, was es mit dem Buch auf sich hat. Es ist für mich neu. Unzeichnet. Brennstoffbehälter erkannt. Was ist hier? Wie war es noch? Nein. Wo waren sie? Ich habe meine U-Bahn entdeckt, wo wir hin sollen. Ich muss mich hinlegen. Er muss sich hinlegen. Bei den Zombies. Ja, dann leg dich mal hin. Jetzt ist die Frage. Was habe ich getan? Was für eine Aufgabe mache ich denn eigentlich? Also sorry. Dein Zug. Soll ja nachts reingehen. Helmstoffbehälter erkannt. Okay. Eigentlich sollen wir nachts da rein. Eigentlich. Sollten wir nachts da rein? Stoffbehälter in der Nähe. Eigentlich. Ich habe das Gefühl, es wird auch langsam. Wie geht's dir? Wird vom Geld. Und dir? Wer bist du? Braucht ihr Hilfe? Ihr kommt schon klar, danke. Was ist passiert? Wir haben Gerüchte über diese Garage gehört. Wir dachten, das wird ein ganz leichter Job. Aber wir lagen falsch. Vollidioten. Hey, zumindest sind wir weit genug runtergekommen, um den alten Militärgenerator anzuwerfen und ein paar UV-Lampen hochzufahren. Und was ist dann passiert? Noch weiter unten ist die Tiefgarage. Dort wimmelt's nur so von verdammten Infizierten. Haben es gerade noch so lebend rausgeschafft. Und dann ist auch noch eine Wand auf Jonas gestürzt, als wir auf dem Weg nach oben waren. Na, ihr habt wohl nichts dagegen, wenn ich's mal probiere, oder? Tob dich aus! Wahrscheinlich ist es das nicht wert, sei denn du willst enden wie ich. Oder noch schlimmer. Ich muss ein Versprechen einlösen. Hier, wenn du es schaffst, nicht drauf zu gehen, kannst du die hier vielleicht gut gebrauchen. Wir gehen ganz sicher nicht zurück. Zumindest nicht auf demselben Weg. Na, danke. Hörst du diesen Lärm da unten? Dieses Heulen? Ja, wie Frauen, die Halleluja singen. Okay. Hier ist schon ein Generator.
Ich wollte mal eben gucken. Zurück, meine Gesundheit ist zu nehmen. Oh, Moment. Honig und Kamille fehlt mir. Dann Inventar. Da steht ihr alle. Kann ich euch helfen? Alles okay mit euch? Schrei doch! Halt dein... Halt dein... So. Okay, okay, okay. Sagen. Was noch ein?
Gut. Ja, ich gehe mal wieder raus. Ich hänge mir hier immer an. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Das ist so viel zum Looten. Helmstoffbehälter erkannt. Ja, der kann jetzt warten. Es gibt so viel zu looten. Jetzt muss ich mich darum kümmern. Aber ich brauche jetzt das hier. Ah, dieses Rumgeschrei hier. Lasst mich doch mal in Ruhe looten. Sowas von. Ich dachte, die gehen jetzt mal langsam raus. Man hört doch mal auf zu schreien. Zu echt. Weiß ich, wo ich hin muss. Unten, oben, rechts, links, geradeaus. Ich sehe nicht die Uhrzeit. Mm-hmm.
Okay, okay. Sehr gut. Gitter an. Ich würde aber sagen, ihr Lieben, es ist genug für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks, immer würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Ich hoffe, es speichert hier. Ich weiß natürlich nicht, wo wir dann rauskommen. Aber bis zum nächsten Mal. Adios.